Dieses kleine Kämmerlein ist meine Besenkammer. Finden wir hier auch nicht das Fenster zur Welt, so doch das Fenster zum Carlsson. Dieser schwarze Bruder ist nicht Carlsson, sondern eine Amsel, die sich nicht scheut, sich an Carlssons Quelle zu bedienen. Ihr wisst nicht, wer Carlsson ist, dann schaut euch den ersten Teil dieses Filmes an, genannt Carlsson die Krähe vom Dach. An dieser gewagten Konstruktion hier wollen wir einmal schauen, wie klug unser Carlsson ist. Gleich müsste er dort landen. Hier kommt. So, noch einmal zeigen, was wir von ihm erwarten. Komm. Komm rein. So, komm. Hopp. Ja. Du weißt doch, was du machen sollst. Hm? Nein. Hier. Da. Fein gemacht, mein Dicker. Hm? Hast du fein gemacht. So, Dicker, komm hier. Komm. Komm rein. Hier. Da. Fein gemacht, mein Dicker. Hier. Komm, Carlsson. Komm, hopp. Komm. Hier, komm, hopp. Komm rein. Komm. Hopp. Komm. Ja. Hast du beides, mein Dicker? Carlsson, gib mal was trinken. Hier, komm. Komm. Geh mal was trinken, Dicker. Hm? Geh mal was trinken, Dicker. Komm hier. Trink mal was. Hm? Trink mal was. Ja, fein. Hm? Hopp. Na komm. Hopp. Komm her, Dicker. Komm. Hier. Während Carlsson seine Beute in Sicherheit bringt, machen wir einmal ein wenig Konversation mit seinem Weibchen. Jo. Ja, fein machst du das. Fein. Ja. Jo. Guru. Diese Filme entstehen natürlich nicht an einem Tage. So braucht man nicht zu glauben, dass der Vogel frisst wie ein Scheunendrescher. So wird er hier so oder so kaum etwas von dem Ei selbst essen,
sondern vielmehr Interesse an der Schale zeigen. Der fast unerträgliche Lärm scheint dem Vogel weniger auszumachen als mir. Autos, U-Bahn, Kühlanlagen und Flugzeuge. Schöne neue Welt. Viele merken es schon gar nicht mehr und brüllen halt noch lauter in ihr Handy. Diese Scheiß-Kühlanlage habe ich schon des Öfteren geklärt. Den Betreiber stört mich. Er wohnt woanders. Mein Dicker? Hat hier alles voll geschlabbert, ne? Okay. Pass auf. Genau. Hopp. Hopp. Nein, mach bitte. Hopp, nicht runterfallen. Okay, komm. Ist gut. Nur was runtergefallen, mein Dicker. Nur runtergefallen. So. Und hier. Komm, hier. Du bist ein Feinschmecker, du. Schön einweichen, ne? Ja, fein! Das ist ein Feinschmecker, der weicht die Nudeln an. So, komm, einer ist noch da. Der ist aber alle, mein Dicker.
Dicker. Hier. Hier, komm. Komm. Fein habt ihr das gemacht. So, kann ich ja mal sauber machen hier. Ich möchte doch so einen haben. Komm her. Tauch mal ein hier. Da, komm her. Komm, tauch rein. Da ran. Rein. Komm hier, mein Dicker. Komm, hier. Fein gemacht. Oh mein Gott. Nicht runterschmeißen. Mach weiter. Nein, mach bitte. Hopp. Hopp. Kein Punkt mehr. Ne? Ja, fein. Machst du gut, mein Dicker. Das machst du so gut. Fein gemacht. Guck mal hier. Komm rein. Komm rein, Digga. Hm? Komm. Guck mal. Und ist die Mutter, Digga. Hm? Und jetzt willst du haben? Hier? Hm? So? Ich hoffe, ich bin. Wo ist denn der Bart, ne? Hm? Kein Bart mehr. Hm? Ist der weg? Ja, selbst eine Rasur bleibt nicht unbemerkt. Da wird erstmal ein wenig gefremdelt. Hm? Wo ist der Mann, Digga? Komm her. Komm. Karlsson. Hm? Jo, wo ist der? Hm? Jo, wo ist der? Hm? Jo, wo ist der? Hm? Ist der Bart weg? Da rein. Guck mal, zeigen wir mal hier. Hm? Da sollst du ihn rein. Komm. Nicht da. Karlsson. Hm? Ja, da. Hier, komm. Hier. Komm, hier. Pack rein. Hm? Komm hier. Karlsson, komm. Komm, komm. Hm? Ja, fein machst du das. Hm? So fein gemacht. Komm, warte. So, und nun finden wir uns im Stadtpark wieder. Direkt neben unserem kleinen Jeff. Mal sehen, was der heute wieder so anstellt. Thank you.
sollst da nicht hin. Komm hier. Jeff. Komm. Komm. Guck hier. Na super. Du musst ja aber nicht alles klauen lassen hier. Pack mir aber nicht ins Bein, du. Chef. So Jeff, hier ist noch eine Nuss. Was war da los? Was ist da los, mein Dicker? Ist gut, ich bin noch da. Ist gut. Alles gut, mein Dicker. Alles gut. Ja, hört natürlich aufmerksam auf die Rufe hier. Und tschüss.